Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den FC Hansa Rostock. Die Partie endete mit 2:2. Ich begrüße alle Gäste in den VIP-Räumlichkeiten des DDV-Stadions sowie die beiden Trainer hiervon. Neben mir Christian Brandt vom FC Hansa Rostock und unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus. Herr Brandt, das erste Wort gehört dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit und Ihre Spielanalyse nach dem Spiel hier in Dresden aus? Guten Tag. Ja, ich denke, es war ein richtig geiles Spiel. War alles dabei und es hat auch vor allen Dingen richtig Spaß gemacht. Das hat man gesehen. Das ist immer gut, wenn man gegen eine Mannschaft spielen kann, die fußballische Lösungen anzubieten hat und die versucht wirklich auch was fürs Spiel zu tun. Das kam uns heute sehr gelegen und ja, wo schon niemand mehr damit gerechnet hat, haben wir noch das zweite Tor gemacht. Das zeigt einfach auch die Moral der Gruppe und der Mannschaft. Ich denke, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben Dresden beschäftigt. Wir haben das umgesetzt, was wir während der Woche trainiert haben. Und ich glaube, das war ein richtig guter Auftritt meiner Mannschaft. Und ja, von daher war der Punkt in Ordnung. Herr Brandt, vielen Dank für Ihre Analyse. Uwe, wie fällt dein Fazit nach dem turbulenten Heimspiel aus? Ja, dass ein bisschen Enttäuschung bei uns herrscht, denke ich, kann jeder nachvollziehen. Wenn man die erste Halbzeit nimmt, war es ein sehr, sehr interessantes, intensives Spiel. Es ist auch klar, dass sich die Gegner immer mehr auf uns einstellen, auf die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Ich finde, wir haben es, natürlich haben wir ab und zu mal den einen oder anderen Fehler drin gehabt, aber insgesamt haben wir es mit zunehmendem Verlauf der ersten Halbzeit eigentlich immer besser geschafft, zwischen die Linien zu kommen und haben viele gute Ansätze gehabt, haben das 1-0 gemacht, haben, ja, ich weiß nicht, ob es ein Elfmeter war, in Eile, vielleicht das 2-0 dann auf dem Fuß. Zumindest in der zweiten Halbzeit haben wir dann zwei, drei Situationen gehabt, wo wir das 2-0 hätten machen müssen. Bis dahin haben wir 2 Schüsse in der ersten Halbzeit zugelassen und ansonsten recht sicher gestanden. Und die letzten 20, 25 Minuten, ja, da brauche ich ein bisschen länger für. Da kann ich jetzt auch keine passende Analyse sofort bieten, weil da sind so viele Fehler vorgekommen. Grundsätzliche Dinge, wie bei eigenem Abstoß, der Torwart ruft oder macht das Zeichen, dass alle rausrücken. Wir bleiben am 16er stehen, der Ball rutscht ab, die ganze Mitte ist auf. Das sind da natürlich ganz einfache Dinge, die auch normalerweise recht einfach abzustellen sind. Ja, eigentlich haben wir auch 4 Tore geschossen. Jetzt überhaupt nicht die Leistung von Rostock will ich gar nicht schmälern, überhaupt nicht. Wie die Ecke zum 1-1 entstanden ist, sowas Unnötiges, wie es schlimmer nicht geht, dann steht der Zehner völlig frei, fast minutenlang, hätte ich fast gesagt. Der eine springt runterher, der andere verwandelt. Beim Freistoß zum 2-2 hatten wir schon den Ball, geben ihn total leichtfertig her, produzieren Freistoß, alle ziehen sich zurück, die führen aus, die ist ja wie in der Bibel, auf einmal öffnet sich die Schleuse und jeder kann da durchmarschieren. Dass er dann auch nur abgefälscht wird, ist nochmal die Krönung obendrauf, ist dann aber auch vielleicht letztendlich verdient und na klar, wir sind schon enttäuscht, dass wir nicht 3 Punkte hier geholt haben. Nach dem Spielverlauf wäre es sicherlich für uns drin gewesen. Nach den Fehlern, die wir in den letzten 20, 25 Minuten gemacht haben, ist es aber auch korrekt. Danke. Uwe, vielen Dank für deine ausführliche Spielanalyse. Jetzt ist Zeit für Ihre und eure Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen, dann kommt Frank Schmidt mit dem Mikrofon zu Ihnen. Wer macht den Anfang? Alles beantwortet von den beiden Cheftrainern. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, unseren Gästen aus Rostock, einen angenehmen und sicheren Heimweg. Viel Erfolg für den Rest der Runde. Danke, ciao.